Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg. Zack, ja, da sieht man mal, die Straßenbahn funktioniert. Heiliges, was wir hier an Leuten haben. Jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie sollen wir denn jetzt das regulieren? Also, der lädt hier schon mal wieder ein Teil auf. Man sieht, dann gehen die aber raus und die laufen dann und dann hören sie nicht mehr auf zu laufen und dann blockieren sie hier überall die Straßen. Dann wären wir wieder beim Thema Unterführungen oder Überführungen und ja, da haben wir uns eigentlich schon ein bisschen ausgetobt in der letzten Zeit. Hier wird noch gebaut, okay. Macht mal. Ja, irgendwie, ich weiß halt nicht, wo die alle herkommen, also das ist ja wirklich abartig. Was wir hier natürlich machen könnten, wir könnten gucken, ob wir hier nicht vielleicht eine U-Bahn hinziehen. Dass die Leute nicht nur den Bus nehmen, sondern eben auch die U-Bahn. Lass uns auch mal schön gucken. Hier einmal bei dem. Dann haben wir hier die Straßenbahn, hier haben wir die U-Bahn. Wo fährt die lang und warum? Was habe ich jetzt hier wieder an der Angel? Irgendwas Riesiges? Ich hätte hier gerne eine unterirdische U-Bahn-Station und dann gucken wir mal, dass wir das verbinden. Es überlappt. Ich weiß, ich habe die Energy-Mod, ich könnte, aber ich möchte... Womit überlappt das denn? Was ist denn hier? Hier ist irgendwie noch was, was da unten weggeht. Ach, hier ist ein Tunnel, ein Straßentunnel. Geht das hier hin? Ne, überlappt auch. Komm mal, ich möchte hier, ich möchte eine U-Bahn-Station haben, das überlappt überall. Das ist schon unterirdische U-Bahn-Station, doch, doch. Geht nicht, überlappt. Ja, weil hier die Straße ist, das leuchtet mir ein, aber warum das hier oben dann nicht geht? Das überlappt, ja gut, das hängt halt auch noch in der Straße drin, die da unten ist. Sagen wir mal so, die Straße hier, die ist auch nicht ideal. Aber die haben wir natürlich gebaut, dass wir, ja, noch nicht wussten, dass wir hier eine U-Bahn-Station wollen. Geht halt gar nicht, weil überall tatsächlich unten die Straße ist. Also das ist ja auch blöd. Weil ich denke, das wäre schon eine Hilfe. Mehr Straßenbahnen werden kaum was bringen. Ich weiß auch nicht, wie das... Das ist irgendwie plötzlich entstanden. Ganz, ganz interessant, dass hier dann plötzlich allen Ernstes irgendwie Menschenmassen waren ohne Ende. Aber guck mal, die Straßenbahn kriegt es, glaube ich, doch halbwegs hin, dass die jetzt hier irgendwie zumindest zum Großteil flöten gehen. Aber irgendwie, ich finde die Idee von der U-Bahn eben trotzdem nicht schlecht. Aber ich kann halt machen, was ich will. Es überlappt einfach überall. Hier wird es gehen. Das ist mir zu weit weg. Wie kriegen wir denn dieses Überlappende weg? Ja, die Straße da unten wegnehmen. Ja, das überlappt überall. Überall ist die Straße drin. Die macht hier genau die Biege hier unten. Sagenhaft. Wie gesagt, hier wird es irgendwo... Ging es doch jetzt gerade. Hier wird es gehen und dann geht es nicht. Hier wird es gehen. Macht das Sinn, hier eine U-Bahn-Station? Ja, dann laufen sie und kreuzen sie halt trotzdem. Es wäre halt schön, die hier oben zu haben, aber man sieht, das geht nicht. Wenn unten die Straße ist, ich wiederhole mich. Ich mache die mal trotzdem. Sagen wir mal hier hin. Zack, dann haben wir einmal eine U-Bahn-Station. Jetzt brauche ich noch hier die Schienen. Und müssten hier ein bisschen runter. 20 Meter hatten wir, glaube ich. Ist das hier die U-Bahn? Echt jetzt? Moment. Wenn das die U... Das könnte sogar die U-Bahn sein. Dann wäre die gleich nebenan. Allerdings... Was macht das hier? Das ist die U-Bahn, guck mal. Ja, das ist ja hervorragend. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier ins Gleis reinkommen. Jetzt muss ich die Stelle nochmal finden. Oh nö. Jetzt bin ich so rumgescrollt, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo war das. Sehe ich denn hier, wenn ich hier nochmal raufgehe? Die U-Bahn-Station. Oh, es schneit uns richtig zu. Leute, wisst ihr noch, wo das war? Hier, glaube ich. Nee, oh Gott. Irgendwo, wo eine Straßenbahn fährt. Hier nochmal. Hier war's. Genau, hier ist die Straßenbahn. Gut, also und hier unten haben wir die U-Bahn. Jetzt gehen wir hier nochmal runter. Hier ist eh irgendwas, ist hier nicht fertig gebaut. Was ist denn das hier? Seht ihr das hier unten? Auch interessant. Was haben wir hier denn veranstaltet? Irgendwie war hier mal eine Schiene. Kann ich die kappen? Wir gehen hier mal runter. Ja, nehmen wir mal weg. Kostenrückerstattung. Dankeschön. Reiß mal ab. Weil das hier ist die U-Bahn. Jetzt müssen wir doch eigentlich da relativ easy reinkommen, oder nicht? Irgendwie mit einer Weiche. Die minus 20 haben wir. Wo wollten wir rein? In die U-Bahn-Station. Und die war... Jetzt sehe ich sie wieder nicht mehr. Hier oben? Nee, das ist der Stau. Hier unten war sie da irgendwo. Oh, ich muss mal nochmal schnell die Station haben. Jetzt finde ich die U-Bahn-Station nicht mehr. Die war doch hier. Komm, dass man das nicht irgendwie angezeigt kriegt. Wir gehen nochmal raus. Vielleicht finden wir sie so.
Wurde die jetzt weggeschneit? Also das ist schon die Straße. Jawohl, hier mit der Straßenbahn. Hier unten, man sieht, es hat tatsächlich gebessert. Ich sollte das Thema U-Bahn einfach nicht mehr anschneiden. Ich sehe es schon. Aber das gibt's doch nicht. Ich habe doch hier die U-Bahn-Station hingesetzt. Jetzt ist sie weg. Ich sehe sie nicht mehr. Komm, wir gehen nochmal schnell hier in den Reiter rein. Unterirdische U-Bahn-Station. Nee, also die ist irgendwie weg. Ach, ich habe sie abgerissen, ich Eumel. Das, was hier so rübergehängt ist, das war die U-Bahn-Station. Okay, ja gut, dann machen wir sie nochmal. So, einmal nochmal hier hin. Und die hängt halt irgendwie... Ja, die hängt genau über dem Dingens hier. Also, wir müssten von hier... Mit einer Kurve gerne. Einmal hier runter. Und dann hier irgendwie rein. Funktioniert das? Wie gesagt, das müssten hier die 20 Meter sein. Aber ich glaube, das snappt irgendwie wieder nicht an. Das geht doch hier nicht rein. Ich sehe es doch. Da fehlt dieses Zeichen, dass das ansnappt. Das ist schon die U-Bahn hier. Wir haben es ja kontrolliert. Wir sind eigentlich in die Richtung gedüst. Hier ist ja sogar eine Station. Okay. So geht's. Zack, da komme ich rein. Wir müssen dann natürlich die Linie noch machen. Komme ich von hier auch wieder irgendwie... Moment. Auch wieder ins Netz rein. Hier unten wär's. Na, ob das passt? Moment, ich mache das mal irgendwie parallel. Und dann irgendwie hier rein. Doch, das müsste passen. Ne, da haben wir... Jetzt haben wir wieder hier irgendwie... Es passt nicht. Wir sind da auf den minus 20. Wir haben doch die U-Bahn verlegt auf minus 20. Also, es ist halt... Ich finde es halt schade, ich habe es schon mal gesagt, dass das nicht einfach hier ansnappt und dann die Höhe sozusagen automatisch macht. Das wäre doch naheliegend eigentlich. Geht auch nicht, da komme ich überall nicht rein. Hier ist schon wieder die nächste Station. Das wird so nicht funktionieren. Da ist halt die Frage, sollen wir hier einfach eine Linie machen, die hier dreht? Dann kann ich das hier aber auch nochmal wegnehmen. Also die von hier. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Also... Weil hier ist eine Haltestelle, da hinten ist eine Haltestelle. Eigentlich ist das Käse, was wir hier machen. Kommt, ich nehme die nochmal weg. Oder wir können sie eigentlich stehen lassen, als Mahnmal. Ja, ich meine, wir haben das jetzt hier angeschlossen. Ich würde es mal für den Moment lassen. Aber, ja, jetzt hat sich doch reguliert hier. Also die Menschenmassen sind weg. Es sind immer noch sehr viele Leute. Da sind wir uns einig, die hier rumstehen. Was wir hier natürlich noch machen könnten, wäre... Ja, eine Buslinie wäre eine Möglichkeit. Jetzt, aber es ärgert mich eben trotzdem. Also das... das muss doch irgendwie machbar sein, dass ich da wieder ins Gleis reinkomme. Wo ist meine Haltestelle? Hier. Ja, das klappt. Wir sind immer noch auf den minus 20. Das hier ist nachweislich die U-Bahn. Die geht dort weiter. Wenn ich das so baue, ich glaube, das passt nicht. Ich mach's mal. Sind denn das nicht minus 20? Nee, das passt halt nicht. Das sind nicht die minus 20. Ich dachte, wir hätten damit minus 20 Metern gebaut. Haben wir aber nicht. Wenn ich es von der anderen Seite her mache. Was ist das hier? Das geht hier weiter. Ja, das ist das, was wir... Ja, das ist die U-Bahn. die funktioniert. Wenn ich hier rausgehe, dann haben wir dort auch eine, dass es nicht geht. Was ist denn jetzt kaputt? Wir sind doch... Ja, ich sag's gerne nochmal. Wir sind da auf minus 20. Haben wir denn hier minus 10 gehabt? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Lass uns mal die 10 machen. Nee, geht auch nicht. Nee, minus 10 sind es eben auch nicht. Es waren schon die minus 20, aber ich komme hier nicht rein. Wenn ich hier rausgehe... Ja, seht ihr, dann haben wir hier... Das ist schon ein U-Bahn-Gleis. Doppelte U-Bahn-Gleise. Ja, es wären welche... Oh, was ist das? Ach, ein Briefkasten. Ja, es wäre schon das Richtige. Die Frage ist halt, eine Linie von hier, hier rein, nach da, dann können sie hier umsteigen. Das ist eine relativ kurze Linie. Ich würde das aber mal machen, weil das haben wir so eigentlich auch noch nicht, dass wir irgendwie so eine kurze U-Bahn-Linie haben. Von, sagen wir mal hier, einmal hier lang, einmal hier rüber, mal gucken, ob es hinhaut, hier vorne hin. Hier einen neuen Wegpunkt. Ne, hier wollen wir den. Und jetzt den ganzen Spaß wieder zurück. Bitte nicht abstürzen, dankeschön. Wäre dann hier wieder rein. Route fertigstellen. So, sehr schön. Gut, dann haben wir
Ja, dann haben wir im Prinzip einfach, dass die von hier nach da hinten können. Das ist ja auch schon mal schön. Da können sie dort umsteigen. Also, jetzt nochmal gucken hier. Oh, es ist halt immer noch eine Stampede. Man sieht, und zwar eine Doppelstampede auf beiden Seiten. Hier vorne wird dann fröhlich die Straße gewechselt. Aber interessanterweise haben wir hier keinen Stau. Also Autos wollen hier nicht auch noch durch. Eben eine Buslinie, habe ich noch gesagt, dass wir hier vielleicht eine Buslinie machen. Wir können ja mal schnell gucken. Die Busse, die hatten wir hier. Da ist ein Bus unterwegs. Der hält hier eigentlich auch. Ne, das ist doch das Straßenbahn-Symbol. Okay. Ein Bushäuschen. Wo ist die Buslinie? Das sind die Taxis, die hier unten langfahren. Haben wir hier gar keine Buslinie? Nicht in der Nähe. Hier hinten haben wir eine. Das müsste die Buslinie sein. Die macht dann den hier. Ach, hier oben fährt sie lang. Ja gut, aber das ist eigentlich auch erreichbar. Ob das jetzt Sinn macht, hier noch eine Buslinie zu machen, die dann... Ja, doch, wenn sie hier rüber geht. Ja, zur U-Bahn-Station macht keinen Sinn. Das ist jetzt mit der U-Bahn verbunden. Und hier fährt auch schon ein Bus rauf, beziehungsweise hier lang. Nee, ich würde es lassen. Aber wie können wir denen denn sonst noch helfen? Taxistände? Ja, können wir ja mal gucken. Wobei ein Taxi müssten sie eigentlich sowieso überall rufen können. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Machen wir hier mal einen Taxistand. Jetzt überlappt es schon wieder. Sag mal, du musst doch nicht mal unter die Erde. Das gibt's doch nicht. Warum überlappt das jetzt hier wieder? Das ist einfach ein Taxischild. Überlappend. Aha. Überall überlappend. Also wir können hier nichts machen. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn wir hier den Taxistand nicht hinkriegen, kriegen wir hier auch keine Bushaltestelle hin. Weil unten die Straße ist. Aber ich meine, ich sag's nochmal, also das ist doch hier überirdisch, das Ganze. Ich bin hier nicht auf den... Bin ich unter der Erde? Moment, machen wir nochmal hier einmal rauf. Ja. Klappt ja perfekt. Wir sind doch nicht unterirdisch. Wenn ich hier das Doppel-I mache, genau, dann stelle ich fest, dass das ja auch nicht mehr geht. Jetzt sind wir wieder drüber. Gehen wir nochmal hier rein, dann sehen wir das wieder und dann sehen wir, es überlappt, überlappt, überlappt. Ich kriege hier keinen Taxistand hin. Eben, dann wird es aber mit der Bushaltestelle auch nicht funktionieren. Also das ist mir eigentlich fast klar. Bushaltestelle hatten wir hier. Ja, überlappt ebenfalls. Ich weiß, die Energiemod, aber ich möchte hier die Energiemod nicht bemühen. Ist es denn jetzt ein bisschen besser? Haben wir denn... Nee, wir haben leider keine Nachfrage nach Büros. Das hätte mich jetzt tatsächlich noch gefreut. Ja, hier vorne ist immer noch nicht okay. Mehr Straßenbahn. Wir können da mal schnell gucken. Wie viele Fahrzeuge haben wir hier? Das müssen wir auch sehen. Passagiere. Auf Kurs, das freut mich. Wir müssten sehen, wie viele Fahrzeuge wir haben. Wie komme ich hier zur Linie selber? Es ist schon irgendwie nicht ganz so... Ne, umbenennen möchte ich nicht. Ja, Haltestelle, Straßenbahndepot. Angestellte 6 von 6, auf Kurs, Straßenbahn, aktive Fahrzeuge 10 von 10. Okay, wir bräuchten aber mehr. Wählen Sie ein Fahrzeug auf der Liste, aus der Liste aus, um sein individuelles Infofenster zu öffnen. Ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Fahrzeuge. Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs fahren. Wir müssten vielleicht nochmal ein Straßenbahndepot errichten. Oder das irgendwie ausbauen. Dass wir da an mehr Fahrzeuge rankommen. Was haben die hier für ein Problem? Kraftwerksüberladung. Ach hey, dieses Kraftwerk kann die aktuelle Nachfrage nach Strom nicht erfüllen. Ja, ist aber doch nicht so schlimm eigentlich. Also warum haben die... Ja, dann machen wir nochmal ein Kraftwerk. Und zwar... Punkte hätten wir auch noch. Kommt, wir schalten mal nochmal irgendwie was Stromiges frei. Das Geothermale. Das Hydroelektrische. Erzeugt im Zuge des Energiegewinnungsprozesses geringfügig Lärm. Ja, damit können wir leben. Kohlekraftwerk, das ist natürlich eine ordentliche Verschmutzung. Wer produziert denn hier am meisten? Das sehen wir leider gar nicht. Ich sehe hier nicht, wer wie viel produziert. Das sehen wir, wenn wir es bauen. Das Solarkraftwerk. Wetterbedingungen. Wärmestromerzeugung, dabei geringe Luftverschmutzung. Wir schalten das mal frei. Weil das haben wir mit Sicherheit in dem Fall ja noch nicht gebaut, logischerweise. Notstrom brauchen wir gerade nicht. Hier das Geothermische. Stromproduktion 0 bis 150. Das ist nicht massiv viel, aber wir werden das mal hier hinsetzen. Wir sind ja hier in der Industrie. Ui, das ist ja ein Riesenteil. Holy, okay. Wohin mit dir? Irgendwo, wo wir Platz haben. Sag mal, warum ist das so groß? Kein Grundwasser?
Die brauchen Grundwasser. Benötigte Ressource Grundwasser. Aha, kann das auch verseucht sein? Das ist irgendwie... Ne, kommt, wir machen tatsächlich ein Kohleteil. Muss ich das noch... Kleines Kohlekraftwerk. Wir machen großes. Nochmal schnell zu den Punkten, weil so teuer kann es nicht sein. Hier das Kohlekraftwerk 4. Ist natürlich, ja, eine Dreckschleuder. Anders kann man es nicht sagen. So, Kohlekraftwerk. Und dich setzen wir irgendwo hier hinten, wo wir Platz haben. Da hätten wir noch Grundwasser gehabt. Das wäre wieder was für das andere gewesen. Hier oben. Da haben wir schon so ein Teil. Hier nochmal ein Teil hin. Batz. Da wird ein Loch gegraben. Ja, aber immerhin, das ist okay. Eben, hier wird ein Loch gegraben. Dafür ist das nicht von krumm nach schief. Also das ist schon gut gemacht. Da vom Spiel. Gut, wir brauchen Stromanschlüsse. Und zwar, Kollege, Starkstrom. Halt, und unter der Erde. Ich glaube, die 10 Meter reichen. Haben wir hier nicht irgendwie einen Anschluss? Hier unten? Das wäre doch einer. Bat mal gemacht, okay. Das funktioniert schon. Und hier haben wir auch einen Anschluss. Das passt auch. Da sehen wir, da fließt der Strom. Das funktioniert. Wie sieht's? Was ist das denn? Stromengpass. Aha, eben. In diesem Fall, in diesem Teil des Netzes gibt es nicht genügend Stromübertragungskapazität. Die erforderliche Leistung kann nicht geliefert werden. Ich glaube, wir brauchen hier... Wo haben wir sie denn? Die Umspannkollegen. Hier ein Umspannwerk. Dass wir hier ein Umspannwerk hinsetzen. Zack, okay, hängt das schon dran. Nee, das muss auch an den Starkstrom. Okay, dann machen wir das natürlich. Einmal ihn hier. Und dann hier rein. Dann müsste das passen. Dann müssten die doch eigentlich helfen können. Kann ich die noch irgendwie ausbauen? Nö, kann ich nicht. Jetzt haben wir hier dafür einen Stromengpass. Gleich im Haus nebenan oder in der Straße nebenan. Ja, hier ist rot, man sieht's. Obwohl hier so ein Teil ist. Wir haben aber eigentlich genug Strom. Also jetzt haben wir hier oben ja nochmal so ein Teil hingesetzt. Starkstrom passt. Brauchen wir noch weitere Umspannwerke? Dann machen wir hier halt nochmal ein Umspannwerk hin. Da, wo wir es können. Zack, überlappend. Dann nochmal den hier natürlich. Und das kommt dann... Wo kommt denn das rein? Hier. So, dann haben wir Umspannwerke gemacht. Weil ein grundsätzliches... Ja, jetzt geht's weg. Ich wollte gerade sagen, ein grundsätzliches Stromproblem haben wir nicht. Das sieht man ja hier. Ja, man könnte sogar nochmal irgendwas hinstellen. Ich würde jetzt aber vom Strom mal absehen. Oh, aber schön hier mit dem Schnee. Also das gefällt mir dann halt schon. Hier oben können wir nochmal schnell gucken. Unser Städtchen Davos. Hier Downtown sozusagen. Und eins höher. Othnon da. Das französische Bergstädtchen. Ist da wieder einer am Labern? Nein, da haben wir Musik. Ich habe die Musik relativ leise bei mir eingestellt. Das ist ein bisschen blöd dahingehend, dann höre ich nicht, wenn einer uns zulabert. Aber da ist ja noch Musik. Ja eben, Othnon da. Sehr schön, mit Busverbindung und mit Sicht auf die Stadt runter. Gut, wir gehen wieder runter. Ich sehe hier, ja, dass wieder Leichenwagen fehlen. Das wird wahrscheinlich doch wieder irgendwie mit dem Stau zu tun haben. Das Problem kennen wir. Aber eigentlich sonst schon cool hier. Ist halt mit diesen hohen Häusern, da bin ich halt schon Fan von. Das sieht schon klasse aus. Und hier der... Ja, schneebedeckte Wald. Gut, ja eben, Stau. Wobei, ja, die warten auf den Leichenwagen. Wir können ja mal schnell gucken, wie viele unterwegs sind. Ja, hält sich in Grenzen. Da sehe ich jetzt zumindest in der Nähe gerade keinen. Doch, hier hinten sind zwei unterwegs und da kommt auch noch einer. Ja, und da kommt, guck mal, da kommt einer ja gerade an. Hier unten, der müsste jetzt hier, ist der vorbeigefahren? Ne, hier wär's. Ja, irgendwie ist er vorbeigefahren. Das ist natürlich auch clever. Wenn hier eine Leiche liegt, dann fährt der Leichenwagen dran vorbei. Hm? Ja, da fällt mir dann auch immer viel dazu ein. Also hier vielleicht die Leute dann irgendwie schon abholen, wenn sie nicht mehr sind. Das wäre so schlecht nicht. Oh, hohe Miete. Ja, da können wir euch natürlich helfen, indem wir hier umzonen. Zack, das wissen wir, das funktioniert auch. Und da die Miete zu hoch ist, müssen halt andere Leute einziehen. Das ist hart, aber es ist so. Ja, hier ist auch wieder ein bisschen stauig. Ja gut, das Stauproblem, das haben wir halt quer durch. Also das ist fast nicht zu beheben, behaupte ich. Schön finde ich hier tatsächlich die Automodelle, die halt tatsächlich den Schnee auch mal, oder nicht auch mal, sondern auch, aber guck mal, die kriegen eigentlich alle eine Buße hier. Weil so fährt man nicht.
hier mit irgendwie so einem kleinen Guckfenster. Also ich habe eine Kollegin, die hat dafür ordentlich Geld bezahlt, als sie erwischt wurde. Die hat halt so ein Guckfenster rausgefräst, aus dem Schnee sozusagen, rausgeschabt. Ja, Polizei hinterher, als sie es gesehen haben, und dann gab es eine fette Buße. Aber das hier oben, es ist eine Ampel. Hier ist allen Ernstes eine Ampel. Warum ist denn hier eine, also Moment, die machen wir mal weg, eine Ampel vorm Kreisel. Das macht natürlich auch sehr viel Sinn. Also die Ampel kommt weg. Mach mal weg. Mach's gleich wieder hin. Ich kriege ja die Ampel nicht weg. Ich bin schon in der richtigen Höhe. Ja, das ist unten, das ist oben. Geht tatsächlich nicht. Seht ihr das, wenn ich klicke? Dann ist er gleich wieder da. Wie sieht's aus mit dem Fußgängerstreifen? Das hatte ich schon mal, dass das nicht ging. Der Fußgängerstreifen funktioniert. Aha, das war halt die Ampel vom Fußgängerstreifen. Okay, jetzt ist sie weg, die Ampel. War das die Ursache für einen Stau? Also das könnte schon sein, wenn die halt hier die ganze Zeit halten müssen. Vor allem, wir brauchen ja keine Ampel für die Fußgänger. Wir haben hier die Fußgängerüberführung, die auch genutzt wird. Das sehen wir ja. Ja, ich denke, das war schon... Ja, ja, jetzt setzen sie sich hier wieder in Gang. Okay, also das war natürlich Käse, dort eine Ampel zu haben. Die hier unten, die stehen auch im Stau. Die hier haben aber nur angehalten, die parkieren. Ja gut, wenn hier der Mülleimer, Kollege, das Müllfahrzeugdienst, was machen die denn hier für eine Übung? Dahinter 10 Leichenwagen. Sag mal, kann man das irgendwie auslösen? Oder irgendwie, dass wir das Fahrzeug da wegkriegen? Das wäre eine Idee. Vielleicht hier, ne, da geht es in die Schnellstraße rein. Irgendwie hier lang kommen. Wir machen hier noch eine Umfahrung. Also nicht eine Umfahrung, sondern eine nicht allzu dicke, breite Straße. Irgendwie hier ein bisschen in den Wald rein. Dann können sie hier eine Alternative nutzen. So, und dann würde ich würde nicht mal in den Kreisel rein. Doch, kommt, wir gehen in den Kreisel rein. Allerdings, es überlappt wieder. Aber so überlappt es nicht. Sehr gut. Das ist einfach eine Alternative. Und jetzt ist hier natürlich wieder noch eine weitere Abfahrt, ist mir klar. Aber vielleicht nutzen sie es ja, weil das hier vorne, das gefällt mir natürlich gar nicht. Ich kann aber nicht das Fahrzeug löschen. Einsteigen könnte ich. Gibt es dann eine Mod? Das müsste doch irgendwie gehen, dass man eben das Fahrzeug löscht. Das haben wir bei Transport Fever 2 jeweils. Wenn du das löscht, dann können die ja wieder fahren. Weil sonst wird das hier eine Übung ohne Ende. Was ist denn das hier? Ja, das Krematorium. Eine andere Ausfahrt machen. Dass die hier nicht in die Straße rein müssen, weil die hier oben, die kommen hier nicht weg. Jetzt hat man auch nochmal einen Fußgängerstreifen. Hier bräuchten wir auch nochmal irgendwie eine Überführung, eine Fußgängerüberführung. Das ist relativ deutlich zu sehen. Hier sind ja doch ein paar Leute unterwegs. Ich mache mal hier noch die Fußgängerstreifen zumindest weg. Ich weiß, das bringt jetzt so viel nicht, weil dann laufen sie halt einfach so über die Straße. Aber ja, sie machen es nicht mehr so oft. Also sie, ja doch, man sieht, sie laufen da halt trotzdem rüber. Dann brauchen wir hier nochmal eine Überführung. Ganz klar, wir haben hier ja eine, da könnten wir sogar andocken, dass wir hier rüber gehen und dann da runter. Würde ich morgen mal gerne in Angriff nehmen. Und hier unten, ja, die kommen halt überhaupt nicht mehr in die Gänge. Aber hier ist eigentlich nichts mehr. Wird das außenrum genutzt? Ja. Ja, schon. Hier können wir dann auch mal ranbauen, das würde ich mal machen. Sollen wir hier noch ein bisschen Gewerbe pflanzen? Wir haben heute, glaube ich, noch gar nichts gepflanzt. Wir haben alles andere tatsächlich gemacht, aber nichts. Nichts eingezeichnet. Also hier gibt es ordentlich Gewerbe für die Wohnungen außenrum. Und einen kleinen Park hätte ich noch gern. Ein Hundepark. Der passt hier auch noch hin. So, einmal Hundepark, ahoi. Und dann freut die das. Jawohl, da wird eh gleich gebaut. Sehr schön, generiert hier natürlich nochmal ein bisschen Verkehr. Sonst müssen wir uns halt überlegen, ob wir nicht mit dem Krematorium vielleicht woanders hingehen. Jetzt ist aber hier, der eine ist weg. Jetzt versuchen die Leichenwagen hier reinzukommen. Ja, es wird schon genutzt, aber nicht massiv. Ja, aber wenn der LKW durch ist, irgendwann müssen die Leichenwagen hier einfädeln können. Ich meine, wenn man das hier sieht, dann wundert es mich auch nicht, dass überall Leichen rumliegen, die nicht abgeholt werden. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Ganz klar, morgen hier irgendwie die Überführung, dass wir hier irgendwie die Leute wegkriegen, die hier auch noch alle rüberrennen. Man sieht, hier ist es auch noch, damit die hier freie Fahrt haben. Hier bei ihrem schönen Kreisel. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.